Was gewesen, der den Juden geraten hat,
der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Ich habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche mich gehört haben. Sie wissen, was ich geredet habe. Nicht von dieser Welt.
den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du doch ein König. Jesus antwortete: Ja, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren und in die Welt gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Pilatus sprach zu ihm: Was ist Wahrheit? Nach diesen Worten ging er wieder zu den Juden hinaus und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Es ist aber Brauch bei euch, dass ich euch zum Osterfest einen freigebe. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Da schrien sie zurück: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Dann nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm aufs Haupt. Sie legten ihm einen Purpurmantel um, traten vor ihn und hielten: dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus trat heraus mit Dornenkron und Purpurmantel. Pilatus sprach zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als die Hohepriester und Diener ihn sahen, schrien sie: Ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden erwiderten: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben. Als Pilatus diese Worte vernahm, fürchtete er sich noch mehr. Er ging zurück in das Richthaus und fragte Jesus: Woher bist du? Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen?
und Macht habe, dich frei zu geben. Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat größere Schuld, der mich dir überantwortet hat. Von nun an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Die Juden aber schrien: Wenn du diesen frei bist, bist du nicht des Kaisers Freund, denn wer sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als Pilatus diese Worte hört, ließ er Jesus hinausführen und setzte sich auf den Richtstuhl an den Ort, der Steinpflaster hieß, auf Hebräisch Gabata. Es war der Rüsttag des Osterfestes um die sechste Stunde. Nun sprach er zu den Juden: Seht euren König! Was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben.
siegelt.